Ja, wird schon richtig sein. Gut. Ich mache dann jetzt einen nach unten. Nee, mache ich nicht. Dann geht das Ding nicht. Ich mache jetzt einen nach unten. Und ich mache. Also ich gehe dann, ich sag jetzt rein und dann mache ich sofort los. What the fuck? Lead is confirmed, mate. Visit XXX underscore XXX. Voxel Let's Play is fucking awesome and utargetwreck.com. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous. Hier natürlich wieder auf der PlayStation 3. Und wir waren stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, ist schon so wie lange wieder her. Gucken wir mal direkt. Wie macht man die Karte auf? Da, der Kräfte steht da. So, genau, wir wollten die Dinger hier alle einnehmen, ne? Und das Böse vertreiben. Und das hat man durch diese Dinger da gemacht. Ah, man konnte sich so Wegpunkte auch noch setzen, ja. Sehr gut. Machen wir doch direkt mal weiter. Ich muss ja erstmal nochmal kurz gucken, wie das nochmal hier alles funktioniert. Ey, links, ich hab hier einfach. Okay, ja. Lol, Alter. Okay. Also kann ich shooten. Mit X mache ich dann so eine Ultrawelle. Und sonst springe ich mit X. Und sonst kann ich einfach die Wände hochklettern. War das einfach so? Na gut, okay. Ich muss einfach ganz auf X drücken. Dann springt er da automatisch die Wände hoch, ne? Ja, sieht so aus. Alles klar. Okay. Wir sind wieder drin im Game. Im Bits. Machen wir. LOL. Coole Sache. Konnte auch noch. Ja. Ach ja, genau. Bioabsorber, Alter. Das ist, glaube ich, richtig böse, wa? LOL. Wo kommt der denn her? Ich kann die einfach abfacken, ne? Ich muss ja. Muss ja richtig böse werden hier. Ja, guck mal nochmal. So, wie lade ich mich nochmal auf? Das geht doch auch nochmal irgendwie. Guck mal. Hä? Ist das echt absorbiert so, indem ich so mache? Okay, gut. Alles klarchen. Ja. Gut. Mit dir verkehrt. Schon richtig edel, ne? Jetzt die alles fertig machen hier. Ja, gut. Also, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen ein. Das erinnert uns natürlich ein wenig an Assassin's Creed. Ja, für einige, die dies noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt einen Twitter-Account. Ja, da bin ich noch sehr aktiv momentan. Ich werde angeballert, ne? Ist das denn der Wahrheit? Und den mache ich mal erstmal fertig, den Typen hier. Bitte? Bitte. Leute, er ist richtig schnell unterwegs, Mann. Oha, ich bin schon in großer Gefahr, Alter. Was geht ab? Ich muss Bioabsorber machen, eintreten. Dann drauf zielen, ne? Und erstmal absorbieren. Wumm. Sehr gut. Und schon geht es mir wieder ein bisschen besser. Da waren die Gegner nicht. Ach doch, die sind da unten angezeigt. Nur da, die am roten Rand sind. Da. Oben ist der Zigeuner. Ich glaube, ich habe ihn. Erledigt. Klick. Tiefer Fall. Okay. Wie auch immer. Mein Bruder und ich haben eine kleine Party für dich arrangiert. Ja, das klingt ja schon wieder verlockend, ne? Lass mal den Typen da oben alle machen. Oh, lol, Alter. Seriös? Wow. Wow. Erledigen Sie die Reaper. Ja, witzig. Muss erstmal in Deckung gehen. So. Oh nein! Ich bin erschossen worden. Wo ist der Typ hin, Alter? Alter, wie viele sind das denn hier? Ich blicke hier gerade gar nicht durch. Wo muss ich hin? Klebt da oben einer am Baum oder was? Ah, das ist ein Ultra-Bösewicht, wa?
Boah, den machen wir erstmal richtig alle, wa? So, okay. Haben wir, glaube ich, den Ultrabösen noch schon fertig gemacht. Und da oben erstmal die Typen elektrisieren. Die gehen noch nicht down, ne? Muss ich da echt hochklettern? Ich kann da nicht hoch. Ich kann da nicht hoch. Komm. Kopfschock. Genau, da war was. Ich erinnere mich. Hier wird jetzt auch nochmal Kopfschock, wa? Boah, der schöne Zeit. Mission abgeschlossen. Bereich von Feinden befreit. Okay, Gebiet erobert. Aha. Ich hätte nicht gedacht, dass hier wieder Normalität einkehrt. Das ist gute Arbeit, Mann. Was haben wir denn hier? Das ist natürlich edel. Okay, und so lade ich auch tatsächlich echt wieder meinen Strom auf. Wunderbar. Und hier haben wir direkt schon wieder die nächste Mission anscheinend. Also sorgen wir erstmal dafür, dass hier überall wieder Ruhe und Ordnung einkehrt. Die Reaper haben eine ganze Gruppe Menschen gekidnappt. Folgen Sie mir. Dann tunen wir das doch mal. Okay, und da soll ich jetzt einfach reinspringen. Details ansehen. Okay, machen wir einfach, ne? So, treten wir die erstmal komplett aus dem Leben. Und wie dann, wenn er aufsteht, dann hau ich ihn nochmal voll aus dem Bild. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier. Aufpassen, dass ich die Zivilisten nicht töte. Wobei ich. Oh, alter Vater. Entführung. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Zack. Boah, das war ein großer Teil. Gebiet erobert. Keine Feindrückkehr. Das ist schon mal richtig edel. Scheiße, Mann. Ich gehe schon wieder Richtung Gut, wa? Muss ich erstmal richtig aufpassen, dass ich hier... Kann ich nicht absorbieren hier? Ne? Gewicht? Nein, Gesicht. Na? Ach, R1 muss ich drücken. Okay. R1. Und schön absorbieren. Alles mal. Gut, ich gehe wieder Richtung, tendiere wieder Richtung Böse. Das gefällt mir. Karte gucken. Was haben wir denn eigentlich hier? Was ist das denn hier? Ist einfach nur ein Feind oder was, der da markiert ist? Ja komm, ich gehe da jetzt einfach mal hin, weil der ist eigentlich in einem Gebiet, wo keine Feinde mehr respawnen. Nein, da lang muss ich. Respawnen dürften. Ich mache mir ja extra die Mühe, damit da keine Gegner mehr sind, weil... Ich meine, das halt sich ja am Ende irgendwann immer aus, dass man das macht. Dann kannst du mal hier geschillig durchlaufen, ohne dass dich sofort wer abfuckt und so. Darauf lege ich ja dann doch schon ein bisschen Wert auf Ruhe und so. Dann gucken wir mal, was hier jetzt Sache ist. Aha, komm. Da ist was, ne? Was ist das denn für einer? Das ist so eine Sache. Ich könnte jetzt heilen, aber ich glaube, dann werde ich wieder gut. Und das wollen wir nicht. Wir müssen einfach böse sein. Also Kranke wegfetzen ist, glaube ich, schon das Abartigste, was man noch machen kann. Ah, gut. Ich glaube, damit hätten wir das erledigt und ich werde jetzt hier nicht... Es ist halt immer noch was da. Was ist das denn? Jetzt erzähl mir nicht, dass das hier... Ist das da oben irgendwas? Hier, vielleicht das Teil. Es wird aber auch irgendwie nur auf dieser blöden Karte angezeigt. Was ist das denn? Das ist doch nicht mein Wegpunkt? Nein, das ist... Ey, Leute, wenn ihr einen Plan habt, was das für ein Zeichen ist,
Dann klärt mich bitte mal auf. Das geht mir tierisch auf Eier irgendwie. Naja, gucken wir mal, was haben wir hier? In Ketten legen. Ach, meinetwegen machen wir das. Gehen wir jetzt erstmal hier rum. Und was haben wir hier? Zerstörungswut. Zerstörungswut klingt ja eigentlich immer... Oh, ernsthaft? Und tschüss. Zerstörungswut klingt auf jeden Fall böse. Und böse wollen wir ja. Und weiter geht's. Es ist halt so scheiße, ne? Auf jedem Dach stehen hier irgendwie Gegner. Man muss halt schon echt dafür sorgen, dass die Typen irgendwie... Oh, kann ich überhaupt so weit ballern? Ja, ne, nicht. Und tschüss. So, dann nehmen wir doch mal direkt hier eine von den Missionen an. Kettenlegen, Missionsanfang. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Also, blau ist ja immer lieb und das ist wahrscheinlich die gleiche Mission, nur auf Evil Art. So behandelt uns unsere Regierung. So reagiert sie auf eine nationale Tragödie mit roher Gewalt. Ja, Zerstörungswut. Sehr gut. Die Cops stellen ein großes Einsatzkommando zusammen, um dich zu erledigen. Wenn du genug Zerstörung anrichtest, drücken sie bestimmt aus, bevor das Kommando bereit ist. Chaos. Soll ich jetzt einfach hier rumballern? Jo. Alles kaputt machen, das kann ich verrückt. Verbreiten die Chaos um die Polizei Maximum. Okay, wenn das Maximum ist, muss ich wahrscheinlich die Bullen klatschen noch, ne? Ja, so sieht's aus. Beeindruckend, zwei auf einen Streich, oder? Blöd. Ah, oh, Platz hier. Jawohl, ey. Ja, schon echt edel, man kann ja echt dauer spammen. Erledigt. Easy, Zerstörungswut. Schön XP erhalten. Okay, und was mit dir jetzt? Du, eins von 15 bösen Missionen. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt weg, ne, weil... die alle am Leiden sind. Noch mal ein bisschen nachpressen. Und meins. Flupp. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Strom. Dankeschön. Mein Gott, der Punkt geht mir echt auf die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, diese Teil der Insel, den kann ich sowieso noch nicht nutzen. Weil hier ist die Hauptquest, hier nach oben. Aber, und das hier sind alles nochmal so gut und böse. Sehr geil, Alter, da kann ich richtig böse farmen. Also, böse farmen, das klingt auch arg behindert, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also kann ich schön böse werden. Und ich bin jetzt schon auch kurz davor, nicht mein Rowdy zu sein, sondern das nächstschlimmere. Wenn ich jetzt einfach hier ein bisschen kaputt mache, bringt mir das auch was? Ich weiß es nicht. Auf dem Weg kann man einfach mal ein bisschen kaputt schießen, wa? Ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass man irgendwie ein bisschen böse eingestuft wird. Man, das ist ja schon edel. Stell dir mal vor, hier rennt einer so durch die Stadt und bammt hier alles einfach kaputt. Dafür, dass das Spiel so in Anführungszeichen alt ist, ist das eigentlich noch recht gut gemacht, ey. Hm. Naja, gut. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Was ist, wenn ich dagegen hau? Eigentlich gar nichts. Ist klar, mein Freund. Ich konnte auch gerade noch so eine coole Welle machen, habe ich. Du hast gerade noch gesehen. Also ich kann ja einmal... Ja, die meinte ich aber gar nicht. Bitte was? Oh nein. Ist nicht dein Ernst. Da habe ich mich, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist so witzig, aber echt wirklich. Huch, lol.
Ein Reaper. Schnell da hoch. Ah. Normalerweise. Ah, ich kann mich da. Muss ich irgendwas gedrückt halten, um nochmal da hoch zu klettern? Mann, ey. Echt jetzt? Ich gehe jetzt erstmal auf das Haus hier drauf, ey. Muss doch hier irgendwie hochklettern können. Aha. Immerhin bin ich jetzt oben. So, du darfst fliegen. Oh, wo sind... Oh Gott, scheiße, Mann. Kann man nicht irgendwo in Deckung... No, man kann einfach echt nirgends in Deckung gehen. Eieieiei. Und ich wache einfach irgendwo wieder auf einem Lazarett, mitten auf dem Dach. Ach so, das ist mein Spawn. Das erklärt einiges. Alles klar. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch von Dach zu Dach. Weil hier hocken ja die meisten Bösen drauf. Oh Junge, das macht schon echt Laune. Und genau deswegen will ich echt das... Wow, lol, Alter. Genau deswegen will ich, dass einfach ich keine Gegner mehr habe. Das ist hier echt so eklig, wenn du hier rumrennst und auf jedem Dach stehen zwei Leute, ey. Das ist so kacke und hier gibt's halt so viele Dächer, das ist... Konnte ich hier nicht einfach drüber laufen oder was? Ja. Na gut, so kann ich mir jetzt ein bisschen auf den Dächern bleiben. Aber sobald ich hier das Gebiet verlasse, sieht man sofort Gegnerze. So, jetzt muss ich natürlich erstmal dazu sehen, dass ich den Typen da oben kalt mache. Und tschüss. Ach nö, echt jetzt? Aha. Mit dem. Ach ja, ist klar, Mann. Ach, der dürfte auch tot sein. Wo muss ich hin? Ach, ich bin doch schon viel zu weit. Ich muss da lang. Oh, was macht der? Irgendein Spinning Move. Ja, komm, das Bein drückt mich sehr. Jetzt einfach mal hier. Und das ist jetzt wahrscheinlich... Echt jetzt? Doch, du darfst sterben. Da oben? Ja gut, der ist wohl auch dann down. Und dann starten wir die Mission. Es scheint, als würde einer der Kuriere der Reaper hier durchkommen. Verfolgen Sie das. Also ich soll den jetzt verfolgen, den Kurier, oder soll ich den klatschen? Ah, okay. Ich soll einfach den Typen folgen. Zum Glück sind meine Jungs in Sicherheit. Folgen Sie dem Kurier, ohne gesehen zu werden. Ja, der Kurier ist auch sehr unauffällig, wa? Guck mal, der guckt sich jetzt um, oder? Ach klar, der läuft wieder in die andere Richtung. Oh mein Gott, der sprengt sich halt selber in die Luft. Okay, man muss halt echt bedenken, der bleibt jetzt da stehen und dreht sich echt wieder um, ne? Ach ne, der guckt einfach nur. Was ein schlauer Bengel, ey, guck das mal an. Bleib ich hier oben erst. Ich geh einfach von Haus zu Haus und verfolge den.
Wobei, ich glaube das. Oh, oh, oh. Der Kurier hat sie entdeckt. Bullshit, Mann. Der sprengt sich halt selber in der Luft. Ist der verrückt, Mann? Naja, gut. Ich weiß ja schon, wie der Kurier aussieht. Dann gehen wir jetzt einfach mal direkt schon da oben auf die Hütte. Wir wissen ja, in welche Richtung er läuft. 10 Sekunden Watt. Sehr lollig, ey. Na, man muss Blickkontakt, oder zumindest in die Richtung irgendwie gucken. Das erinnert mich auch an Assassin's Creed. Nein! Och Mann, aber warum springt er sich denn selber in der Luft? Was ist das für ein Bastard? Der denkt doch nicht nach, ey. Mann. Naja, komm. Guck mal kurz runter. Oh, lol, ernsthaft? Oh, oh, oh. Oh, das war knapp, Mann. Dann klettern wir mal die Butze hier hoch. So, zack. Guck dich nochmal um. Hier auf die Tanke drauf. Springen hier von Fenster zu Fenster. Oh lol, Alter. Okay, jetzt wird's. Wo ist denn das scheiß Haus? Ay, caramba. Folgen Sie dem Kurier, ohne gesehen zu werden. Holen Sie das Paket. Okay. Aufheben. Easy. Spionagespielchen, ja. Aha. So also. Aber ich bringe den Kurier trotzdem nochmal um. Gut. So gefällt mir das. Ein Gegner mit einem Schockwelle, blablabla. Wir haben hier sehr viele Missionen. Das sind alles diese gut-böse Missionen. Die sind natürlich genau das, was wir brauchen, um unser Rowdy-Level zu erhöhen, zu erhöhen, also dass wir da noch böser werden als jetzt schon. Für mich. Oh, Junge, ich wollte es einfach machen. Ich glaube, das bringt mich auch nochmal richtig auf einen bösen Trip. Du bist gut, ne? Nein, wollen wir nicht. Taxi in Luft sprengen und sagen, wir sind böse. 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 Meine Familie starb bei der Explosion. Alle. Wegen Ihnen. Sie werden für das bezahlen, was Sie getan haben. Hat die mich gehauen, Alter? Alle Feinde eliminieren. Vielleicht nur Bullen, ne, oder? Ich weiß nicht. Oh lol, Alter, hinter mir leben noch welche. Ist echt cool. Oh, jetzt gehe ich erstmal in Deckung. Okay. Keine Vergebung. Mission abgeschlossen. Bereich von Feinden befreien. Das waren jetzt aber Polizisten, Alter. Seriös, Mann.
Eine gute Mission wurde gesperrt. Damit müssen wir dann jetzt wohl leben. So. Auf direkt zur nächsten bösen Mission. Ich habe das Gefühl, egal wie sehr wir uns hier anstrengen, so richtig viel böser werden wir nicht, ne? Sind nicht sehr blöde. Aha. Schmutzige Arbeit. Ich weiß, dass Sie keinen Wert auf eine reine Weste legen. Töten Sie diesen Mann. Es wird sich für Sie lohnen. Er lungert meist am Archer Square herum. Aber halten Sie sich von den Cops fern. Sie sind schon hinter mir her. So eine Oma, Alte mit Kapuze. Ja gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Drückt halt, um ein Bild anzusehen. Aha. Ja gut, jetzt muss ich halt tatsächlich den Typen suchen, ne? Aber im Prinzip muss ich ja nur einen mit gelber Jacke suchen, wa? Der ist viel zu fett dafür, würde ich sagen. Ja, ich suche am besten einfach einen gelben Parker so, ne? Und dann gucken, was so gehen tut. Lalala. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen gelben Parker. Er ist wieder der gleiche Typ. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt er ist. Soll ich einfach mal verdreschen? Komm. Das war er wohl. Zurückgehen und Belohnung holen. Das war jetzt irgendwie easy. Zurückgehen und Belohnung. Aber was gibt's denn hier bitte schon für Belohnung? Hä? Blau? Na gut, mein Ding. Endlich ist dieser Bastard tot. Ich hole ihre Belohnung. Jetzt kommt die da mit so einer Gatling raus, die ey. Habe ich den Cops gestohlen. Oh nein, die Cops! Ach ja, von überall kommen die jetzt, wa? So. Ach so, genau, da war ja noch was. Wir können ja diese Explosionsscherben machen und uns damit ableveln. Keine Feindrückkehr, sehr geil. Ja, dann machen wir mal direkt da oben weiter. Ist natürlich ein bisschen langwierig, die ganzen Sachen hier zu befreien, aber wir machen es ja immerhin für einen guten Zweck. Und zudem müssen wir das dann nachher nicht mal irgendwie machen und wir können uns später komplett auf die Story konzentrieren, die ja für mich auch sehr wichtig ist, da ich ja Infamous Second Son unbedingt mal spielen möchte. Der einzige Grund, weshalb ich das Spiel überhaupt gekauft habe, wenn ich mal ehrlich bin, aber ich will ja wissen, was... Ich kann ja kein Spiel anfangen, ohne zu wissen, was vorher passiert ist. Überwachungsgeräte auf unserem Gebäude installiert. Deaktiviere sie. Okay, ich soll jetzt aufs Dach gehen und irgendwie Überwachungsgeräte suchen. Hast du das gesehen? Bin ich jetzt gerade echt irgendwo durchgesprungen? Lol, ist halt nicht mein... Das ist mein Zuhause hier. Lololol, okay. Ah, ich sehe da hinten aber... Das ist wahrscheinlich das rot blinkende Lämpchen da, ne? Am besten hier drüber gehen und dann einfach... Überwachungsgerät sind geschützt, na, ranklettern und mit Dreieck deaktivieren. Echt jetzt?